begleitet uns an einem weiteren Tag hier im Efteling. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Efteling. Wir haben gut gefrühstückt und sind gut gestärkt und können jetzt in einen weiteren Tag hier im Efteling starten. Wir nutzen die extra Zeit, die man morgens als Hotelgast hat, um Baron zu fahren. Genau, Baron. Wir fahren eine Runde Baron, da nehme ich euch natürlich mit der GoPro. Ansonsten wollen wir Baumstriezeln essen. Daniel möchte durch den Märchenwald laufen. Oh. Das ist super. Was möchtest du dazu sagen? Das ist gut. Natürlich müssen wir durch den Märchenwald, weil der Efteling besteht ja halt nicht nur aus Achterbahnen und irgendwelchen Dark Rides, sondern wir müssen auch mal nochmal zu den Ursprüngen zurück und das machen wir heute. Das machen wir heute. I welcome all of you, my workers, from abroad in my beautiful land. Von da hilft mir vor, ich hasse der Dame, in der Mensch hat die Buchung hilft, doch merkt man, er will sagt, ich soll mich umdrehen und mein bester Kumpel. Ihr seid gewaarschuwd. Wir sind jetzt wach nach einer Runde Baron. Erste Reihe ist tatsächlich immer die beste, wenn man dann so in den Abgrund fällt, richtig gut. Und ja, wir werden jetzt in den Märchenwald gehen und uns ein paar Märchen angucken. Daniel möchte ja unbedingt auf den Ursprung des Efteling gehen. Und ja, das schauen wir uns auch an und dann, eigentlich wollten wir Symbolika fahren, aber natürlich ist jetzt gerade 10 Uhr geworden und alle Leute stürmen jetzt rein und es ist gerade 35 Minuten. Das ist uns ein bisschen zu lang, deswegen gucken wir mal, ob es später weniger Wartezeiten ist. Und sonst lassen wir es einfach treiben. Geen Not, Heuvelbuit, dronk al het water en weer ging het verder, tot ze aan een grote rots kwamen waar ze niet overheen konden. Maar hier kwam Kogel. Hier, hier. Kijk, ik vind het zo lekker, jongens. Hier, hier. Ja, die Mülleimer sind sehr bekannt hier im Efteling. Sie sagen Papier hier und sie danken es auch einem, wenn man da was reinschmeißt. Er sagt, es war lecker und bedankt sich. Also es ist echt cool gemacht hier mit den Mülleimern. Zo alleen, zeg groot kapje, waar ga je heen? Zo alleen. Ga naar groep, moeder bloempjes brengen uit het bos.
uit het bos. Ga naar groen. Pinocchio? Pinocchio! Da tanzen die Mäuse sogar auf den Tischen hier. Wenn das Monster das Maul aufmacht, müsst ihr mal gucken. Da ist Pinocchio mit Geppetto drin. Ganz klein da hinten in seinem Rachen. Das Monster finde ich mega gruselig. Jetzt. Da ist er. Hier könnt ihr nochmal die tanzenden Schuhe sehen, die sich ja auch im Efteling Hotel im Schrank versteckt haben. Zum Glück haben sie bei uns nachts nicht getanzt. Das wäre ja richtig spooky gewesen, oder? Das ist so schon spooky, oder? Das ist schon echt richtig alt, dieses Märchen hier. Und das ist irgendwie trotzdem faszinierend. Ich kann das aber bisher nicht. Also wir hatten keine tanzenden Schuhe heute Nacht. Der ist aber gut drauf heute Morgen, an einem Sonntag. Das sieht auch ein bisschen verwirrt aus. Heieiei, ja, das denke ich mir auch manchmal. Der Trollkönig, ne? Ist das? Das ist der Trollkönig. Jetzt schläft er ein. Da haben wir. Ich riech nix. Daniel riecht hier irgendwie Kuchen. Ja, guck mal. Ich riech. Ja, ein bisschen. Guck mal, da kommt Urin aus dem Brunnen. Da. Kommt Urin. Da kommt. Oh, Sven schon wieder. Ach, Sven. Ja, hier rieche ich es auch. Okay. Nee, du musst jetzt herkommen. Komm. Du musst auf den Esel dann filmen, was er macht. Werfe jetzt mal die 50 Cent in den Esel, oder? Soll ich das machen? Mach mal. Ich hab ein bisschen Angst. Also irgendwas passiert da jetzt gleich. Esel gibt's. Danke. Was war das? Ich bin ja fast abgeschossen. Das muss ich in Zeitlupe machen. Wir sehen, was wow! Ist. Kann man uns dafür jetzt was kaufen? Was ist hier? Es? Das ist, glaube ich, was zu nah. Ist es zu nah? Sieht man's? So, so ist besser, ja. Geld! Ich hab Geld! Da steht Efteling drauf und eine Hexe. Sehr schön. Jetzt da! Wird man ja fast abgeworfen. Wow. Hier schenke ich dir. Dankeschön. Das werde ich immer in meinem Herzen tragen. Snow White. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is nu de mooiste in Nederland? Oh, koningin. Niet mooi bent u. Maar prinses Lieve. Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. Je moet je vergissen. Oh, Merry Christmas. Dat. Zeg eens dat. Het kan niet waar zijn. Es gibt im Märchenwald sogar eine kleine Attraktion, und zwar von dem Märchen Sechs Schwäne. Und ja, hier fährt man dann halt so im Kreis rum.
Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber schon süß gemacht. Fährt jetzt nicht, weil keiner drin sitzt, aber die anderen drei müssten auch noch gleich aus dem Tunnel, aus dem Schloss hier kommen. Genau. Und das seht ihr dann, wenn ihr einen Schwän hier durchfahrt. Ich kenne das Märchen leider auch nicht von den 6 Schwänen. Da ist der Däumling. Aber leise. Nicht, dass wir den Riesen wecken. Niemand weet dat ik Rippelsteeltje heet. Hoppla! Hoe kan die gans leven? Een droom die vervliegt. Het duurt maar heel even. Een derde vlam tovert de glansvolle pracht van een twinkelende kerstboom die verdwijnt in de nacht. Kerstboomlichtjes die als sterren verstrooien. Ze stijgen op om de hulp. Voor we verder gaan, vertel eerst eens, hoe heet jij? Wat een sprookjesachtige naam. Apart weer heb je voor me meegenomen. Hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben zwart en overreden genoeg om een bezoekje te brengen aan het kasteel. Laat ze niet binnen als ze boeren. Wir sind jetzt raus aus dem Märchenwald und ja, wir waren jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden hier. Man läuft sehr, sehr viel, man sieht aber auch sehr, sehr viel. Gut, wir haben jetzt auch hier immer ein bisschen was gefilmt und so. Es war schon. Und jetzt haben wir Lust, was zu kaufen, oder? Hier ist direkt der Souvenirladen. Daniel will so immer was kaufen. Wir müssen immer jetzt mal gucken. Deine guckt mal. Ich zeig euch ein bisschen was vom Merch. So, jetzt sind wir hier im Merch-Shop. Oh. Musikdose. 8 Euro. Machst du gut, Sven. Ach du je. Möchtest du mit nach Hause nehmen? Oh, Küsschen gab's von Daniel. Ah, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Gibt's hier Weihnachtskugeln? Ja, zeig uns mal, was du jetzt kaufen möchtest. Was ich gerne kaufen würde, ja. Ja, zeig mal. Ich finde diese Figur ganz toll. Ne, hier zum Beispiel habt ihr den Eingang vom Efteling. Den finde ich schon sehr, sehr cool. Dann haben wir hier den Langhals, den ich ja gerade da schon in der Hand hatte. Sieht man nur von hinten. Aber das ist tatsächlich eine Figur, die kann den Kopf rauf und runter fahren. Die hat also mit Stecker. Sieht man da hinten. Gibt es aber auch ohne Stecker, da. Aber leider sind die halt schon sehr, sehr teuer. Auch hier die Pagode oder das Karussell. Also ihr könnt im Prinzip das, was ihr alles hier seht, nachbauen. Ja, die drei Schwäne sogar, die wir eben gesehen haben.
Und das möchtest du, ne? Was möchte ich? Den Baum. Der ist schon cool, ja. Aber ich traue mich nicht, das anzufassen. Ist das hart? Fass es doch an. Es ist nicht hart. Wird schwierig beim Staubwischen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich jetzt das K.O.-Kriterium. Wenn das verstaubt ist, ist es verstaubt. Das und, dann sieht es, und dann sieht es leider nicht mehr schön aus. Ja, weil das... Musst du vakuumieren. Aber ja, das Karussell gibt es hier auch. Das dreht sich. Also das könnt ihr theoretisch alles nachbauen, was hier so steht. Echt schön, aber... So die Mülleimer, guck. Sagen die auch Papier hier? Nee, der kann nichts. Doch! Mit Musik, mit Batterien. Kostet? Was kostet es denn? Das kostet 27,50 €. Ja. Das ist sehr klein für 27,50 €. Was haben wir hier? Das Rapunzel. Das sind die Märchen. Ah, da ist der Langhals. Den hätte ich gern. Aber da kommen wir nicht dran. Jetzt baut er erstmal auf. Jetzt baut er erstmal das ganze Regal aus. Oh, das ist mit Steckdose. Der kann rauf und runter sein. Kostet? 150 Euro. Geht bitte mal auf Crowdfunding. Spendenaktionen findet ihr dann unten in der Infobox, die Info. Das Ding ist, im Disneyland bin ich jetzt sofort dabei. Ne? Aber... Kein Jahreskarten. Jahreskartenrabatt. Das wäre schon genial. Das wäre schon gut, der Jahreskartenrabatt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch von der Qualität her sind die Figuren hier echt richtig cool. Er hat ein K.O.-Kriterium, nicht sein. Der Baum. Staub. Guck mal, das ist nämlich. Wenn das verstaubt, ist er verstaubt. Ich muss die Dusche drüber halten. Ja, sicher. Zeigst du uns noch die Seife, die es hier gibt? Ja. Oh, hier, guck mal. Führ uns mal durch den Shop. Ach, das sind diese. Ornamente. Genau, das finde ich ganz cool eigentlich. Sven doch gerade schon gemacht. Ich muss euch das Mikro dran halten, warte. Also den Ohrwurm kriegt ihr auch für zu Hause. 8 Euro. So, was gibt's noch? Meine Haarreifen sind weg. Für sowas bin ich ein absolutes Opfer, ne? Ich finde ja so, wenn so ein Freizeitpark oder so Kollektionen rausbringt, so eigene finde ich die schon ziemlich cool. Das ist eine Handseife, aber die kostet 13 Euro. Darf ich mal sagen, dass wir in anderen Parks für Schaumseife, die eine gewisse Form gemacht hat, mehr bezahlt haben? Du hast vollkommen recht. Hier ist wahrscheinlich mehr drin und ist auch qualitativ hochwertiger. Also was ein bisschen schade ist, es gibt zwar einen Duschschaum hier, der kostet auch 13 Euro. Ich finde es schade, dass es Duschgel nicht gibt. Weil das Duschgel heute Morgen war schon sehr... Was hast du da? Ah, das ist das Raumspray. Was ich gestern schon gesprüht habe. Ja, das haben wir gestern schon im Effling Hotel Shop. Ja, das riecht gut. Ja, das riecht gut. Auch dieser Duft riecht echt gut. Das ist das Raumspray und das kostet 20 Euro. Es riecht schon sehr gut. Aber es riecht schon sehr gut, ne? Auch für alle, also für Frauen, Männer, es hat nicht so ein... Es ist ja ein Raumspray. Ja. Was machst du, wenn so ein Besuch kommt, weißt du? Kann man da lesen, was da für Duftstoffe drin sind? Parfüm, Alkohol, Linalool, Limone, Kurmarian, Eugenol, Alpha-Isomethyl, Ioneme, Citral, Citronello. Also es ist zitronig, würde ich sagen, wegen dem Limone. Es riecht gar nicht so zitronig. Nee, es riecht sehr gut, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr gut. Und es gibt noch so einen Raumduft, aber den gibt es hier nicht mit diesem Stäbchen. Da haben wir den Raumduft. Das ist der, auch schön. Das ist aber eine Riesenflasche, das ist ein Riesendiffuser. Gibt es auch einen großen. Ah, das riecht ganz genauso gut. So, ja. Das riecht echt gut. Das riecht wirklich gut. Ja, und das kostet 30 Euro. Ich weiß nicht immer, wie lange sowas hält. Weil also ich würde sagen, ich habe schon öfters mal in der Größe welche gehabt, ja. Und die halten so meistens 4 Wochen. Ich würde sagen, das hält 3 Monate oder so. 3 Monate hält das bestimmt, ne. Das ist schon gut, wenn der Raum danach riecht.
fühlt ihr euch immer wie, als ob ihr hier seid. Aber 30 Euro. Also kaufst du nichts? Ja, hier haben wir... Geschenkset. Eine Geschenkset. Kerze. Ah, das gibt auch als Duftkerze. Aber die habe ich gestern im Shop gerochen, die hat gestunken. Handlotion. Ach genau, das ist auch so ein Set, halt eben Handseife und Handcreme. Dann gibt es noch so ein großes Set, da habt ihr drin die Handseife, die Handcreme. Da ist tatsächlich auch dann das Duschgel 100 ml drin und Bodylotion. Ist auch rechts aufgemacht, da. Genau, da, so. Oder auch rechts. Ach ja, 35 Euro. 35 Euro, aber das sind so Pröbchen. Aus Amsterdam. Na? Aus Amsterdam. Aber also, wenn ich mich jetzt für irgendwas entscheiden würde, dann würde ich mich wahrscheinlich hierfür entscheiden. Ich würde mich auch dafür entscheiden. Daniel, es gibt da noch den Baum in real, in echt. Du kannst dir tatsächlich hier eine Zimmerpflanze kaufen. Die sieht so aus. Was das kostet? Stand gestern schon nicht drin. Hab ich gestern schon selber in der Hand gehabt. Ne? Weiß ich nicht, aber ich denke mal so um die 20 Euro. Ich habe ihn ja mal in einem großen Supermarkt gekauft. Ist auch der letzte irgendwie. Tatsächlich, ja, ist keiner mehr da. Und ich wusste nicht, dass der Eftelingbaum ist. Und bei mir wächst er immer noch zu Hause in der Küche. Also auch eine schöne Erinnerung. Also ist auf jeden Fall richtig geniales Parkmerch, finde ich. Ja. Richtig schön. Wir haben uns jetzt im Pfannkuchenhaus niedergelassen. Wir hatten keine Reservierung, aber wir haben einen Tisch bekommen, weil wir wollten kurz mal sitzen und ein bisschen entspannen. Ich habe jetzt zwar überhaupt keinen Hunger, aber wie das immer so ist, man isst ja trotzdem dann was. Ja, die Preise sind auch wirklich human. Es gibt süße und herzhafte Pfannkuchen. Kosten jetzt ab 6,50 Euro oder die herzhaften ab 8 Euro. Und die Getränke, heiße Getränke, ich hole mir, glaube ich, einen frischen Pfefferminztee oder einen Kaffee, mal schauen, und eine Coke. 2,75 wieder für eine kleine Cola, echt gut. Und ja, hier mal so die kleine Speisekarte. Es gibt auch ein Kindermenü. Und das Essen, wie es aussieht, zeige ich euch dann auch gleich. Wir haben unsere Getränke bekommen, Tee, Kaffee. Und Daniel hat das Zauberwasser bestellt, Magic Water. Warte, das Mikro. So, jetzt. Es kam so ein Plastikbecher. Ich war jetzt erstmal so ein bisschen irritiert, dachte, was ist das jetzt? Wo ist das Wasser? Und ja, der Kellner meinte gerade, irgendwo hier im Restaurant ist ein goldener Frosch versteckt. Und da gibt es das Zauberwasser. Das werden wir jetzt mal suchen gehen. Daniel, dann such mal. Ne? Ja, ich bin ja schon am Suchen. Der muss ja schon dann irgendwo sein. Wie sieht denn so ein goldener Frosch aus? Ich würde sagen Gold. Oh, guck mal, der Kuchen. Lecker. Das sieht gut aus. Die sehen aus, als wären sie nicht echt, aber das ist echt. Auch diese Windbeutel, die sehen echt gut aus. Aber du sollst einen Frosch suchen. Voll aufregend, oder? Ob er diesen Frosch jemals finden wird? Er wird verdursten. Du musst auch gucken. Ich helfe dir doch nicht. Ich würde mal vielleicht in der Mitte vorschlagen. Hätte ich jetzt fast gesagt. So, dann schauen wir mal. Das ist schon aufregend, aber das ist es nicht. Das ist kein Frosch. Hätten Sie jetzt gesagt Kanne, hätten wir schon mal eine gefunden. Wurst auch. Nee. Simone, ich glaube. Du musst verdursten. Der wird ja nicht im Kamin sitzen, oder? Aber der muss doch bei der Bar sein. An der Bar? Sein. Ja, guck mal an der Bar. Da, oder? Nee, das ist ein Wasserhahn. Doch, das ist ein Frosch. Ja,
dran. Ja, aber... Das kann Dani wieder nicht trinken. Seht ihr schon. Wie macht man es denn an? Ah. Ey, das ist Magie. Nach der aufregenden Froschsuche ist unser Essen jetzt auch direkt gekommen. Ich habe den Pfannkuchen mit Schinken und Käse. Sven hat mit Kirschen und Sahne. Und Daniel hat den, kannst du mal bitte drehen, den Chef-Pfannkuchen. Sie hat aufgezählt, was da alles drin ist. Irgendwas mit Schnaps und Spekulatius habe ich gehört. Und den Rest habe ich keine Ahnung. Es sieht aus nach Obst. Mal sehen, wird er uns gleich mal berichten. Also ich kann tatsächlich noch ein bisschen irgendwie, ich esse ja sehr gerne Crepe mit Creme Fraiche, Käse und Schinken. Wenn er so eingerollt ist, mag ich auch sehr gern. Deswegen hätte ich mir irgendwie auch noch so eine Soße drauf vorgestellt, aber es ist trotzdem sehr lecker. Wir werden frisch hier hergestellt und ich bin dann doch eher der herzhafte Pfannkuchen- und Crepe-Mensch. Süß mag ich gar nicht so oft. Snipax and More, wie fanden Sie denn Ihren Pfannkuchen? Pfannkuchen schmecken gut, sehr gut. War sehr, sehr lecker. War sehr winterlich, war ein kleines Schnäppekes dabei. 1A. Ja, war sehr gut. Satt bis oben hin. Und jetzt? Lade ich gerade einen Short hoch. Und danach? Gehen wir zu Symbolika, wenn dann noch 5 Minuten Wartezeit ist. Dafür bin ich auch. Symbolika, Ballast der Sales. Ich kann kein Holländisch. Daniel kann das eigentlich ganz gut. Hört sich nur so an, als ob ich das könnte. Symbolika hat leider immer noch 35 Minuten Wartezeit. Deswegen gehen wir zu Fata Morgana, fahren da mal eine Runde mit und dann müssen wir wieder an andere Ende des Parks laufen, zum Efteling Hotel, zu unserem Auto. Ihr habt jetzt einige Ausschnitte aus Fata Morgana gesehen und wir laufen jetzt zurück zum Efteling Hotel. Wir mussten ja aus Fata Morgana wieder durch einen Shop laufen und Daniel, was haben wir gekauft? Wir haben Raumduft gekauft. Wir sind so oft an diesem Raumduft vorbei, jetzt haben wir dran gerochen und haben gesagt, oh, es riecht so gut, aber 30 Euro für die große Flasche. Naja, jetzt am letzten Shop bei Fata Morgana haben wir gesagt, jetzt nehmen wir ihn mit. Wir können nur hoffen, dass 2,5 Jahre reicht. Bis zum nächsten Efteling-Besuch. Ja, der wird früher sein. genau. Ja, und das waren unsere 2 Tage im Efteling. Die Verabschiedung mache ich gleich, weil mein Akku verabschiedet sich auch gleich. Den wechsle ich nochmal kurz. Der Akku wollte sich schon vorher bei euch verabschieden. Ich war aber noch nicht so weit. Genau, also es waren wirklich, wir hatten wunderschöne 2,5 Tage hier im Efteling. Tolle Übernachtung im Efteling-Hotel. Das Video folgt noch.
und ich hoffe, die Videos haben euch auch gefallen. Wenn sie euch gefallen haben, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich habe keine Ahnung wo. Ihr werdet es früh genug erfahren. Tschüss. Daniel, sagst du auch noch Tschüss? Ja, tschö. Tschüss.